Herr Professor von Kalle, Sie sind Leiter des Nationalen Zentrums für Tumorerkrankungen in Heidelberg. Und Sie haben heute über personalisierte Krebsmedizin gesprochen. Das ist so ein bisschen ein inflationärer Begriff. Ist denn überall, wo personalisierte Medizin draufsteht, auch wirklich eine personalisierte Medizin drin? Wir freuen uns natürlich sehr, dass das Konzept einer personalisierten oder in Deutsch sollte man eigentlich korrekt übersetzt sagen, individualisierten Therapie viel Interesse findet. Und sicherlich ist nicht in allem, was heute so unter dem Segel läuft, auch schon personalisierte Medizin drin. Die Idee ist einfach, dass die Tumorerkrankungen verschiedener Patienten sich aus sehr unterschiedlichen molekularen Ursachen zusammensetzen und dass wir heute Technologien haben, das für jeden Einzelnen in Zukunft immer differenzierter auch nachschauen zu können. Und die Idee, personalisierte oder individualisierte Krebsforschung und dann später hoffentlich auch Therapie zu machen, ist die Therapie wirklich auf die einzelnen molekularen Veränderungen des Patienten oder der Patientin anzupassen. Aber dann müsste es doch eigentlich für die Patientin Goldmann-Posch, für die Patientin Bördlein-Wahl, für die Patientin Pumpernickel jeweils eine eigene Medizin, also ein eigenes Medikament geben. Nun ja, also die Idee ist erstmal, dass wir von den genannten und den anderen Patientinnen und Patienten verstehen wollen, welche Mutationen sind im Vergleich zu ihrem eigenen Normalgewebe aufgetreten. Mhm. Also was unterscheidet den Tumor in Frau Müller, Frau Schmidt oder Herrn Meier von dem Normalgewebe von Frau Müller, Frau Schmidt oder Herrn Meier? Und die individualisierte Therapie würde dann in erster Linie aus einer Kombination idealerweise von den richtigen Substanzen bestehen, die diese verschiedenen molekularen Veränderungen dann hoffentlich an der richtigen Stelle angreifen können. Von den richtigen bisher verfügbaren Substanzen. Genau. Mhm. Und da ist ja einiges auch in den verschiedenen Pipelines der Entwicklung, von denen man sich erhofft, dass man bestimmte Schaltpfade des zellulären Wachstums dann beeinflussen kann. Mhm. Manches von dem wird sicherlich nicht funktionieren, aber wir erhoffen doch, dass, sagen wir, der Köcher der Möglichkeiten, der Pfeile, die man abschießen kann, sich in den nächsten Jahren doch um einiges vergrößert. Was ist für Sie das vielversprechendste Medikament der nächsten Zeit? Das ist, glaube ich, auf diesem Weg schwierig zu sagen. Das vielversprechendste Konzept meiner Ansicht nach ist, dass wir jetzt erstmal in den nächsten 3 Jahren eine grundlegende Erhebung machen, welchen genetischen Mutationen, also der eigentlichen DNA-Stränge in den Tumorzellen und ihrer epigenetischen, also der direkt auf der DNA sitzenden sozusagen Regulation des Genoms, sind für den einzelnen Patienten von Bedeutung. Und dann werden wir, wie man zum Beispiel beim Hautkrebs gesehen hat, gibt es diese BRAF-Mutationen, die auch bei einem kleineren Teil der Lymphome und in anderen Entitäten eine Rolle spielen, werden wir anfangen, gezielt einzelne Hemmsubstanzen für Patienten einzusetzen, von denen wir wissen, dass diese Mutationen bei ihnen eine Rolle spielen. Ich glaube, da ist in der Pipeline von Roche auch irgendein Medikament. Ist es das? Ja, das ist jetzt schon in fortgeschritteneren Stadien der klinischen Prüfung. Beim schwarzen Hautkrebs hatte man zum Beispiel Melanom, hatte man also bislang eigentlich wenig Möglichkeiten. 60% dieser Patienten haben eine Mutation. Und mit dieser ersten Generation von Medikamenten, die diese Mutation beeinflussen, kann man einen Überlebensvorteil von 4 bis 6 Monaten erzielen. Leider nicht mehr. Die Erkrankung tritt dann irgendwann wieder auf. Aber es ist doch immerhin ein deutliches Zeichen. Man hat ein Packende. Man weiß jetzt, dass die Einflussnahme auf solche Schaltwege therapeutische Möglichkeiten eröffnet, die wir vorher nicht hatten. Bei der Sequenzierung oder Ablesung eines Genoms wird ja, wenn ich das richtig sehe, immer das Mütterliche und das Väterliche ab.
Ja, die sind in den Zellen ja kombiniert, ja. Und sozusagen die werden beide natürlich, wenn das Genom einer Zelle zur Darstellung kommt, werden beide ausgelesen. Und wir machen das vergleichend zu dem Normalgewebe des gleichen Patienten. Aber am Ende wird ja immer ein Mischergebnis herausgelesen aus Mutter und Vater. Ja. Ich habe jetzt unlängst mal eine Publikation von der Dr. Margret Höhe vom Max-Planck-Institut in Berlin gelesen, die sagt, dass es wichtig sei, sozusagen die getrennt auszulesen und nicht unten sozusagen einen Cocktail aus Ergebnissen zu nennen oder zu bewerten. Ja, das ist natürlich insbesondere für die Geschlechtschromosomen möglicherweise von Bedeutung, aber natürlich macht die Kombination aus mütterlichen und väterlichen Allelen dann wieder die Individualität, die genetische Individualität des Einzelnen aus. Und auch sozusagen ihre Mutter und ihr Vater haben ja wiederum ein Genom, das sich kombiniert dann aus deren Eltern, also ihren Großeltern. Also letzten Endes ist die Frage, wie man dann den genetischen Zusammenhang der verschiedenen Allele analysiert, ein großes Thema. Also die informationstechnische Verarbeitung darüber, welche DNA-Sequenzen möglicherweise auch verloren gegangen sind oder, wie wir das nennen, amplifiziert sind, also in mehr Kopien vorliegen, als man eigentlich erwarten würde, spielt eine bedeutende Rolle. Und zum Teil können da natürlich auch Betrachtungen eine Rolle spielen, sozusagen aus welchem Abstammungsweg das stammt. Wir wissen ja, dass ungefähr, sagen wir, zwischen 5 und 10% der Patientinnen mit Brustkrebs eine familiäre Disposition haben. Möglicherweise gibt es auch für einen weiteren Prozentsatz der Patientinnen ein noch leichter erhöhtes Risiko, das aber auch eine familiäre Komponente haben könnte. Bedeutet aber andererseits auch, dass für 80% der Patienten im Grunde die familiäre Disposition an sich dann keine Rolle spielt. Sodass wir eigentlich doch sagen müssen, wir müssen es für jedes Individuum neu und auf den Tumor bezogen betrachten. Ja. Jetzt können wir natürlich nicht alle warten, bis sie so weit sind. Manche von uns werden zwischendurch auch sterben, was bedauerlich ist. Wir wünschten uns ja eigentlich immer als Patientinnen, dass die Zeit, sagen wir mal, möglichst schnell uns diese Ergebnisse oder Möglichkeiten bringt. Was können wir heute tun, um möglicherweise schon experimentell von solchen Erkenntnissen irgendwie zu profitieren? Es ist uns natürlich ein großes Anliegen, und das haben wir mit der Gründung dieses Zentrums zum Beispiel in Heidelberg. Die Krebshilfe fördert ja auch noch andere Comprehensive Cancer Centers, also Zentren, die sich besonders der klinischen Forschung, der Umsetzung von neuen Ergebnissen verschreiben. Was wir tun können, ich denke als Forscher, ist versuchen, die Behandler mit den Entwicklern zusammenzubringen. Wir machen das zum Beispiel bei uns im Gebäude dadurch, dass die sich wirklich räumlich durchmischen, also dass wir nicht die in getrennten Bereichen des Hauses im Elfenbeinturm und unten genau dagehen lassen. Und wir müssen in Deutschland auch ein bisschen selbstkritisch sagen, von der Förderung her, also ich sage jetzt mal von Seiten der Bundes- und Landesministerien, ist die klinische Forschung noch so ein bisschen stiefmütterlich aufgehängt. Sie ist einerseits nur bedingt eine Zuständigkeit des Forschungsministeriums, andererseits das Gesundheitsministerium hat auch nicht sehr viele Mittel für diesen Bereich. Die Krankenkassen sehen es dann letzten Endes auch nicht als ihre Aufgabe an, sodass sie, wenn Sie so sagen wollen, eine systematische Grundausstattung für den Bereich klinischer Forschung in Deutschland eigentlich an den Institutionen relativ wenig haben. Und das meiste, was wir dann an klinischer Entwicklung sehen, von der pharmazeutischen Industrie gesponsert und betrieben wird. Das führt nun zu anwendbaren Medikamenten und ist für die Patienten wichtig. Aber ich würde denken, dass ich die Frage, kann man da mehr tun, nicht mit Nein beantworten möchte. Sollten eigentlich nicht auch kompetente Patientinnen, die sozusagen aus einer
Kreativität der Verzweiflung heraus oft ungewöhnliche Ideen, auch Forschungsideen haben, viel mehr mitsprechen können in Forschungsbelangen? Also wir finden das ein interessantes Konzept. Viele von uns sind ja auch in den Vereinigten Staaten gewesen, wo solche Wege durchaus auch mehr üblich sind. Wir sehen ja bei Ihrer Organisation auch, dass es ein großes Interesse an neuen Entwicklungen gibt. Ja. Wir haben für uns als Zentrum zunächst mal die Konsequenz daraus gezogen, dass wir die Patientenorganisationen an dem internen Beirat teilnehmen lassen und auch darum bitten, dass sie sich sozusagen aktiv einbringen mit Vorschlägen und Ideen, genauso wie die anderen Partner und Teilnehmer an dem Prozess der Organisation des Zentrums. Also ich kann aus unserer Perspektive nur sagen, das Interesse ist sehr groß, von Ihnen zu hören. Und ich glaube, dass Sie wirklich sehr große Offenheit finden werden, in den verschiedenen Institutionen Ihre Vorschläge vorzubringen. Ich glaube, da hat sich auch ein Stück weit ein bisschen ein Wandel in der Wahrnehmung vollzogen. So im Zeitalter des Internets. Ich glaube, der typische Patient heute, auch der ältere Patient, wird ja so als der Silver Surfer umschrieben. Und wir merken, und das macht ja eigentlich auch sehr viel Freude, mit solchen Personen zu interagieren, dass der informierte Patient, der sich das vorher angeschaut hat, der eigene Ideen hat, der sehr viele Fragen hat, viel intensiver auch an dem Prozess teilnimmt. Sie haben ja jeden Tag Kontakt mit Krebs. Wie färbt das auf Sie ab? Für mich ganz persönlich ist es eine Motivation und ich möchte auch dazu sagen, ich habe meine Mutter viel zu früh an Krebs verloren. Brust oder? Das war Darmkrebs bei ihr gewesen. Brustkrebs gibt es bei uns aber auch in der weiteren Familie. Ich muss einfach sagen, dass mich diese vielen teilweise gelösten und auch ungelösten Probleme motivieren, wirklich auch versuchen, die Forschung in dem Bereich weiter voranzubringen, weil wir für eine ganze Reihe von Erkrankungen doch Lösungen haben, insbesondere, wie Sie auch heute wieder gehört haben, natürlich, wenn der Krebs lokalisiert ist, aber das Problem der metastasierten Erkrankung natürlich noch viel Aufmerksamkeit erfordert. Glauben Sie, dass diese dunkle Macht Krebs je besiegt werden wird? Wir sehen es ja in einzelnen Erkrankungen. Ich sehe den Krebs ja als einen Sammelbegriff von im Grunde einzelnen Organerkrankungen. Und ich denke, wir werden uns nicht mit einem großen Schritt, sondern mit vielen kleinen Schritten solchen Lösungen annähern. Aber ich habe die Hoffnung, dass für die häufigen und großen Erkrankungen, die uns besondere Probleme natürlich machen, schon Schritt für Schritt auch Lösungen hinsichtlich Lebensqualität, vielleicht eher hinsichtlich eines Konzepts zunächst der Chronifizierung der Erkrankungen. Genau. Also können wir den Krebs vom weiteren Wachsen abhalten? Können wir die Lebenszeit und die Lebensqualität der betroffenen Patienten verbessern? Ja. Nicht möglicherweise gleich können wir sagen, dass wir das jetzt heilen und das verschwindet und alle Probleme sind gelöst. Aber ich denke, Schritt für Schritt werden wir auch Fortschritte machen. Aber dieses Stichwort Chronifizierung führt unweigerlich zu einem Thema, mit dem ich mich schon seit 12 Jahren beschäftige und das mich schon seit 12 Jahren ärgert. Und das ist die sogenannte symptomorientierte Nachsorge von Brustkrebs, die ja alles tut, um Brustkrebs nicht in diese chronifizierte Erkrankung kommen zu lassen, sondern die ja Brustkrebs erst entdeckten, den Rückfall von Brustkrebs erst entdeckt haben möchte, wenn man gelb im Gesicht wird oder das Skelett zusammenbricht, also jetzt natürlich übertrieben gesagt, oder man einen epileptischen Anfall bekommt, weil man Hirnmetastasen hat. Ja. Dabei beruht ja diese sogenannte Nachsorge auf 20 Jahre alten Forschungsdaten und auf 2 Studien, die noch dazu ein schlechtes Design haben. Wäre das nicht eine dringende Aufgabe, auch vielleicht für Sie, diese Evidenz neu auf den Prüfstand zu stellen? Ja, ich glaube, Sie finden eine Diskussion dieses Themas heute unter anderen Begriffen. Sie finden den Begriff heute unter dem Begriff der Prävention, der sekundären und tertiären Prävention.
Und Sie finden diesen Begriff, sozusagen diese Diskussion heute unter dem Begriff Biomarker. Mhm. Diese Studien besagen ja letzten Endes, dass man nach dem Design oder dass man nach dem Stand dieser Studien geglaubt hat oder glaubt, erkannt zu haben, dass eine Bildgebung in kürzeren Zeitabständen letzten Endes den betroffenen Patienten keine Überlebensvorteile bringt. Das ist ja so ganz formuliert. Wir wissen aber andererseits, dass natürlich eine frühzeitige Entdeckung, und wir sehen es auch in vielen anderen Entitäten, einzelne Metastasen, denen man dann nachgeht, dem Patienten dann doch Behandlungsvorteile bieten. Und wir betrachten diese Probleme sehr intensiv. Mhm. Das firmiert aber heute, wenn Sie so wollen, unter zwei neuen Adressen. Mhm. Nämlich die Frage, wie genau können wir effektiv Prävention betreiben? Also das Wiederauftreten, Rückfallprävention betreiben. Und das zweite Thema ist, wenn nicht die Bildgebung, nach welchen Markern müssen wir denn schauen? Und da wird, denke ich, im Bereich der genetischen, epigenetischen Marker, im Bereich der Proteinforschung sich in den nächsten Jahren einiges bewegen. Die Großforschungseinrichtungen in Deutschland haben beginnen jetzt auch mit einer Sammlung von Materialien, einer sogenannten Kohorte, wo man sozusagen vorausschauend die Krebsentwicklung und die Wahrscheinlichkeit von Rückfallerkrankungen und die Präventionsaspekte voraussagen will in einer großen Gruppe von Bürgern dieses Landes. Man möchte also diese Proben von etwa 200.000 Personen sammeln und auf diese Weise analysieren, um eben für eine wirklich gute Prävention neue Marker zu entwickeln. Also wenn Sie so wollen, würde ich sagen, ich stimme Ihnen völlig zu, aber Sie finden diese Diskussion heute unter einer neuen Adresse. Ich muss Ihnen sagen, mir ist völlig wurscht, wie die Adresse heißt. Hauptsache ist, die Post geht ab. Ja. Danke für das Gespräch.